Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Assetto Corsa Competizione. Und das aus einem ganz bestimmten Grund. Denn das Interkontinental GT Pack DLC ist jetzt erschienen. Und dieses DLC beinhaltet jetzt 4 neue Strecken für Assetto Corsa. Das sind einmal der Suzuka Circuit von Japan. Das ist Laguna Seca, der Kyalami Circuit. Und Bathurst in Australien. Welche so ungefähr die schwerste Strecke ist, die ich mir vorstellen kann, nach Monaco oder Baku oder sowas. Und da das Bathurst-Rennen ja eh nicht so weit jetzt in Vergangenheit liegt, würde ich einfach mal probieren, in Bathurst ein paar gute Runden zu fahren. Und ich habe extra nicht den schnellsten Wagen genommen. Ich habe hier den AMG GT3 jetzt mal genommen und ich werde jetzt zum allerersten Mal in diesem Spiel Bathurst fahren. Also wie gesagt, ich bin Bathurst schon des Öfteren in Project Cars gefahren. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht, das kann ich mir hier verlinken. Ich glaube, die Physik und die Fahrzeugsteuerung generell von Assetto Corsa wird mich nochmal ganz schön herausfordern. Und übrigens, wenn euch diese Videos gefallen, vergesst bitte nicht ein Abo und ein Like dazu lassen. Das würde mir wirklich sehr helfen. Und wir schauen jetzt mal direkt rein. In das sichere Setup einfach mal. Und da stehen wir in der Box in Australien. Ich mache mein Auto an. Oh, machen wir den Sound ein bisschen lauter. Ich fahre einfach mal raus. Und wie gesagt, ich versuche jetzt einfach die erste Runde ist easy zu taken. Ja? Ich versuche erstmal mich ein bisschen mit dem Wagen und mit der Strecke vertraut zu machen. Obwohl ich halt ungefähr, also die Ideallinie weiß ich. Ich weiß die Ideallinie. Zumindest in den ersten paar Sektoren. Oben im Bergabschnitt. Aber ich werde einfach mal gucken, wie sich der Wagen hier verhält, wie gesagt. Alter, Force Feedback kickt auf jeden Fall schon mal. Ich bremse mal bei 100 Metern. Okay, schon direkt nicht optimal gewesen. Zack, Berg hoch. Rechts einordnen. Hoffentlich springt mir hier kein Känguru vors Auto. Bisschen in die Ecke fahren. Oh, oh, oh. Oh, Wheelspin, Alter. Okay, geil. Die erste Kurve habe ich schon mal überlebt. Okay, es geht tatsächlich. Ich habe es mir schwerer vorgestellt. Aber gut, wir sind auch noch nicht weit. Vor allem, wo ich mir hier echt schwer tue, ist es mit den Curbs und mit der Streckenbegrenzung am Rand, wo ich nie weiß, yo, wo kann ich jetzt noch drauf fahren und wo nicht. Wenn man die Wand berührt, das ist dann scheiße. Ja, das ist den Sektor, konnte ich noch nie wirklich. Oh! Easy. Ging doch. Oder okay. Oh. Ja, hier habe ich auch. Oh, bist verbremst. Also wie gesagt, wenn ihr mein Lenkrad rütteln hört, das liegt am Force Feedback. Das muss ich eigentlich mal ein bisschen runterdrehen. Okay, aber das war jetzt erstmal meine Outlap. Und ich versuche jetzt einfach mal hier nach eine Hotlap zu fahren, also eine schnelle Runde. Ich verdecke auch unten ein bisschen was, aber das ist jetzt egal. So, das kann ich auch ausmachen. Habt ihr nicht gesehen. So. Alter, was ist denn das Force Feedback hier so krass auf der langen Strecke? Auf der langen Geraden hier. So, die Zeit läuft. Die letzte Runde war eine 2,39. Das kriege ich besser hin. Okay, so nicht. Schade. Hallo. Hallo. Mein Auto ist aus. Ist mein Auto jetzt ausgegangen? Egal, ich versuche jetzt einfach oben die eine Kurve ein bisschen besser zu regeln. Wo ich gerade ein bisschen Wheelspin hatte. Nach ein paar technischen Schwierigkeiten hier mit dem Auto. Hier einfach ein bisschen später bremsen. Mein Pro-Tipp hier auf der Strecke, einfach im höheren Gang bleiben und früher rausbeschleunigen. Dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Rechts einordnen, Apex hitten, Bruder. In die Ecke fahren. Wheelspin. Ging noch. Ah, ist in Ordnung. Okay. Ich bin übrigens, ganz kurz, kann ich mal sagen, das ist jetzt mein erstes Video dieser Art. Ich bin grundsätzlich nicht der Typ, der versucht, richtig schnelle Rundenzeiten zu fahren. Ich bin eher so der Typ, der versucht, die Strecke zu können und sie zu überleben. Weißt du? Also ich bin jetzt nicht der Typ, der hier irgendwelche Rundenzeiten toppen möchte, obwohl ich schon eigentlich 2,39 ist halt echt lächerlich. Also das kriege ich definitiv besser hin, das weiß ich.
Und das sah auch schon viel besser aus. Ja, und sowas sollte nicht passieren, schade. Aber ganz ehrlich, das fühlt sich richtig gut an. Also ohne Scheiß. Der Wagen fühlt sich auf der Strecke richtig, richtig gut an. Und es wird auch gerade dunkel. Wie geil ist das denn? Okay, das heißt, ich mach schon mal Licht an. Ah, falscher Knopf. Ich mach direkt mal Fernlicht an. So, und jetzt fahren wir mal eine Hotlap. In fast Dunkelheit. Ich habe jetzt auch, glaube ich, also ich habe auch am Setup noch nicht viel gemacht. Das heißt, es ist alles ausbaufähig, was ich hier mache. Ist mein Licht? Ja, Lichthupe nur. Okay, dann gibt's halt kein Licht. Ah, wie geht das Licht an? Hier geht's Licht an. Oh, wie awesome sieht das bitte aus, Alter? Ohne Scheiß. Das feiere ich ja gerade richtig. Das sieht ja mal richtig sick aus, ey. Boah, der Himmel. Ich werd nicht mehr. Also schön ist es auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Die haben das Spiel echt nochmal gerettet. Nach diesem echt schlechten Launch. Aber das ist echt genial. Ja, links auch ein bisschen Wand berührt. Hier. Oh. Noch weggekommen. Okay, jetzt ich bin mal etwas leiser und konzentriere mich ein wenig. Ah, böse Stelle. Alter, wie scary das bei Nacht ist. Ich fasse es nicht. Aber irgendwie auch cool. So. Okay, ich habe da jetzt echt viele Sekunden oben verloren. Aber egal. Gucken wir mal, was es für eine Zeit wird. Alter, auf der langen Geraden. Okay, es liegt jetzt an der Steigung wahrscheinlich. Aber es rüttelt an meinem Lenkrad wie sonst was. Zeit könnte was werden. Ich muss hier einfach mal früher. Hey, die Zeit wird gut. 2 Minuten 14, 4. Ich weiß, meine beste Zeit so generell im Project Cars war, glaube ich, mal 2:12. Ja, aber egal, 2:14 ist eine gute Zeit. Einmal, das sieht doch mega geil aus, Alter, ohne Scheiß. Ich fahre eigentlich auch, also normal fahre ich immer mit dieser Ansicht, dieser Tacho-Ansicht, aber normal kannst du auch so fahren. Das sieht natürlich dann nochmal geiler aus. Ja, ich wollte eh parken. So. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mehr Assetto Corsa Videos sehen wollt. Ne? Auch ein Like da lassen. Einfach immer ein Like da lassen, das ist immer super. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, bis denne. Und rein! Tschüss!